Es ist ein Endspiel, in dem alle Entscheidungen fallen. Alle. Es fällt die Entscheidung Fair Play. Die kann die Austria noch gewinnen, wenn sie sich ordentlich präsentiert und wenig rote Karten bekommt und im Fansektor nichts passiert. Es kann wahrscheinlich nur ein Red Bull-Spieler mehr, wenn nicht ein Wunder passiert, den Torschützenkönig holen. Da ist eine Besonderheit, die ich schon gelesen habe, dass einer der Salzburger, der an zweiter Stelle liegt mit 6 Toren, Djuricin alle 6 für Sturm geschossen hat. Also werden wir schauen, ob der auf 7 mit Soriano und Sabitzer sind da die Favorites. Und gewinnt Red Bull Salzburg, dann verneigen wir uns vor Adi Hütter als ersten Österreicher, der das Double mit seiner Mannschaft nach Salzburg holt. Gewinnt die Austria Wien, marschiert die Austria in die Europa-Qualifikation. Ja, wie schon der Gigi Ludwig gesagt hat, ist das tatsächlich eine Möglichkeit, unsere Saison, die nicht gut verlaufen ist, das wissen wir in der Meisterschaft, das müssen wir leider so sehen. Mit diesem Cupfinale, mit einem Sieg, könnten wir vieles reparieren, wenn man so sagen kann. Kann nicht alles ersetzen. Ja, die Meisterschaft ist nicht gut verlaufen, aber es ist natürlich eine große Chance für uns als Verein, in den internationalen Bewerb zu kommen. Wir wissen natürlich auch, dass es sehr schwierig ist, gegen Red Bull Salzburg zu gewinnen, aber ich hoffe und ich gehe davon aus, dass der Mannschaft das bewusst ist, wie wichtig das ist und dementsprechend sie auch auftreten werden. Ja, das ist klar, wenn wir 3 Tage vorher in der Bundesliga spielen gegen Red Bull Salzburg und dann das sehr, sehr wichtige Spiel für uns am Mittwoch in Klagenfurt stattfindet, ist es natürlich klar, dass wir nicht volles Risiko, was den Einsatz einzelner Spieler betrifft. Das heißt, wenn da jetzt jemand ein bisschen angeschlagen ist, werden wir den eher schonen. Das ist auch irgendwo logisch. Aber im Spiel selbst, dann in der Bundesliga, sind wir das nicht nur uns verantwortlich, sondern auch den Fans gegenüber da dann Vollgas zu geben. Und der, was da die Chance kriegt am Sonntag, wird das auch machen. Ist natürlich ein sehr entscheidendes Spiel für uns, weil wir nur mehr über diesen Weg den internationalen Bewerb erreichen können. Aber ich glaube nicht, dass der Druck deswegen ein bisschen größer ist, sondern wir werden gefordert sein. Wir werden gefordert sein, gegen den Meister anzutreten und werden müssen alles geben, um dort erfolgreich zu sein. Bereitet man das eine Mannschaft ein bisschen anders vor für so einen quasi großen Endspiel, also wie für ein Meisterschaftsspiel? Nein, ganz einfach deswegen, weil die Mannschaft sehr wohl weiß, um was es geht und schon sehr fokussiert ist und sehr gute Einstellung hat und sehr gut trainiert und wir wissen genau, was auf uns zukommt. Und die Burschen sind top engagiert. Ja, ich glaube, die Stärken von Salzburg wissen wir Bescheid. Also sind einfach kombinations- und Torabschlussstark. Also ich glaube, sie sind sehr effizient und haben einfach die Klasse vorne. Das war's die ganze Liga und wir werden uns natürlich sehr gut darauf vorbereiten und ihnen die Stärken nehmen wollen. Muss man sich über das Spiel nochmal so richtig motivieren oder ist einfach ein Endspiel sowieso? Da braucht man nichts zusätzlich zu machen. Ich glaube, dass man einfach uns bewusst ist, dass man sehr vieles reparieren können, nicht alles. Und ich glaube, wenn es um einen Titel geht, da braucht man nicht extra wen motivieren.